Heilig, heilig, heilig. Ja. Der ist halt auch gut geschützt da hinter seinem Schutz. Ja, das ist eine. Und ich habe hier echt einen blöden Winkel. Jetzt aber. Ist das eben gerade in die Wand reingegangen? Weiß ich nicht. Rhododendron pflücken. Hoffentlich brennt uns jetzt nicht die Brücke weg. Die Liste ist bestimmt auch noch gut da. Ja, ja, das tut er Papier nichts. Hält ja bekanntlich. Das tut ja nichts, die Liste ist noch gut. War es nicht vorhin hier Nacht irgendwie? Auch die halten auf jeden Fall mal an. Ach genau, das sind schon eigentlich ja Gegner, aber sie wissen nicht, dass wir... Du könntest jetzt... Erstmal den. Ja. Oh. Schnell weg hier. Ja, hat er nicht konsequent genug gedacht. Tja. Na, gucken wir mal, vielleicht hätten bestimmt was Wichtiges dabei. Geheim. Die hat nichts Wichtiges dabei, habe ich sofort gesehen. Ich fahre weiter. Was soll das denn? Ich habe genau auf den Typen geklickt. Skandal. Wir sind genau auf dem richtigen Weg. Das ist so geil mit dem, dass er die Sachen nicht lädt seit Neuestem. Was ist denn los? Aber keine auf Ahnung. Der zweiten Insel irgendwie nur. Ja. Nee. Tja. Das ist halt eine Urlaubsinsel, da haben selbst die 3D-Objekte ein bisschen faulenz ein bisschen. Ja, geht es ein bisschen ruhiger an halt. Muss mir nur noch mal jemand sagen, wer dieser Kerrigan ist und wer dieser andere Typ ist. Und irgendjemand ist gestorben. Nee, ich nicht. Ja, scheiße. Nee. Das schaffe ich aber trotzdem nicht mehr. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es nichts mehr wird. Meinst du? Aber der fährt noch, also ganz schön robust, die Dinger. Raucht zwar. Aber jetzt fährt er nicht mehr, jetzt ist jetzt vorbei. Oder die Wand wieder hochfahren, jetzt will er nicht mehr. Doch, jetzt wieder wir Gas. Schaffe ich bestimmt. Ja, nee, so wird das nix. Fährt er jetzt noch? So noch einmal, was war das denn? Oh, das lädt gerade. Die fanden das nicht so gut. Ich wollte gerade Versicherungsnummern mit denen austauschen, weißt du? Dann kommen die halt so. Die sind alle unversichert. Die wollten irgendwie Waffen. Was heißt hier Vollkasko? Shit. Was denn? Aber, alles noch rein? Oh, da kannst du mit dem Wingsuit, stimmt. Aber das mache ich hier mit der Karre, wenn ich richtig Schwung habe. Naja, kommst du da hin? Ich kann alles. Ja, nee, nicht mit der Karre. Kann ich mich nicht als menschliche Kanonenkugel überschießen? Da müssen wir auf Saints Row 4 warten. So. Aber es dauert ja vielleicht nicht mehr lange. Soll ja angeblich dieses Jahr kommen. Ich hab's gedrückt. Was denn? Ich hab's gedrückt. Ich hab's gedrückt. Ich hab's gedrückt. Wo bin ich denn jetzt? Das zählt überhaupt nicht, ich hab gedrückt. Entschuldigung, ich hab gerade vor den Lachen. Naja, lass vor jetzt. Den Lachfisch. Warum verzerrt denn die Sicht so stark? Weil du so wahnsinnig schnell bist. Das sieht nachher dann in deinem Gleitschirm nicht anders aus. Gleitschirm ist ja viel entspannter. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass hier ein Krokodil kommt. So, was haben wir überhaupt für Waffen noch? Du könntest da ja irgendwie eine Granate reinschießen. In ja, wo Fahrzeuge. Die ganzen mit den Zivilisten. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Ich will die Zivilisten beschützen und schieße mit der Granate in die... Jetzt gehst du in den Nahkampf mit dem Scharfschützengewehr, oder wie? Ja. Kinders. Oh, das gab jetzt eine blöde Kettenreaktion. Geht gerade alles. So, ist jetzt. Du kannst halt auch mal zielen, ne? Wieso macht so, als Option. Ja, das war ein bisschen. Sehr wir schön. Hätten auch mal weglaufen können inzwischen, oder? Hm. Warum bleiben denn? Ich hab ja. Ach, aber das ist schon komisch irgendwie, wie er sich da bewegt. Du bist komisch. So. Letzter Turm! Ja. Du stürmst da hoch. Genieß das mal ein bisschen. Ich genieße das total. Ja, na gut, so in der nächsten Folge springen wir hier vom Turm. Also es kann praktisch nicht tief gehen. Mal gucken, wie weit kommen wir wohl geflogen. Warum ruckelt denn das jetzt hier so? Okay. Die Framezahl bricht überhaupt nicht ein, aber es ruckelt so gut. Egal. Also in der nächsten Folge fliegen wir dann zu heute. Da so. Und
geht es langsam dem Ende hinzu. Ne? So wahnsinnig viel kann ja nicht mehr kommen. Also wir haben die ganze Karte aufgedeckt. Egal was kommt, wir wissen, wo es ist. Das ist ja meine große Stärke. Also ich mache ganz viele Fehler, dafür kann ich ja dann auch ganz viele Fehler eingestehen. Ne? Das, ja, ist ja auch genug Gelegenheiten. Leute, die keine Fehler machen darf können. Darf ich kurz? Und ihr habt gedacht, Martin würde die Chance nicht nutzen, das Auto zu versenken. Ja. Ach guck mal, das ist hier die Stelle, wo wir vorhin in der vorletzten Folge gelandet sind. Wo er jetzt langsam den Wasserfall lädt. Schön. Da sind wir doch wieder in unserer Zwickmühle. Hey, geh weg. Du weißt nie, wie du das hast. Hey! Jetzt sind ja auf mich sauer, oder was? Ja, jetzt so nicht. Du weißt nie, wie was auf dem PC geht und ich weiß nie, was... Nee, andersrum. Du weißt schon, was ich sagen will. Ja, jetzt sterben wir hier noch weg. Nee. Ja, doch. Es läuft so gut. Als Maul und fahr. So, wo sind wir? Ja, immerhin sind wir ein bisschen näher rangestorben. Also, es ist alles völlig im Teil Rahmen. Teil des Plans. Herzlich willkommen zur Let's Play Far Cry Folge 55. Es gab eben technische Probleme, deswegen musste ich die Szene, bis wir hierher gekommen sind, rausschneiden. Es tut mir leid. There's something I'd like you to do for me. I have a prisoner downstairs. I want you to find out who he is, who his benefactors are. Then I want you to beat him until he can't stand up. I'll send Sam with you. The camera has been suspended on loop for 38 seconds. Riley. What, Jason? You're alive. What the fuck are you with that? No, I'm getting you out. Ja, puh. Ganz schön, aber schön, Riley lebt, ja. Das ist gut, ja. Und vielleicht kriegen wir ihn daher auch lebend raus, wenn wir jetzt dann den Hoyt fertig machen. Der hat es auch jetzt echt verdient, oder? Also er hat jetzt schon lange eine verdient. Folge lang mal richtig gezeigt, warum man ihn hier vielleicht fertig machen will. Ja. Oh. Ja, vorsichtig. Das angerufen. In order to halt the communication between the privateers, you must blow the satellite dish. Warum hat er denn plötzlich überhaupt nicht ausgewählt? Ja. Das würde ich auch sagen. Jetzt kannst du es auch sprengen, wenn du es da schon hingeworfen hast. Ich weiß auch nicht, wie man die auswählt. Was machst du denn? Der kommt einfach mit dem Flammenwerfer. Ich verbinde nicht mal eben. Kein Stress. Jens, alles. Oh. Hast du gesehen, es war eine Gasflasche. Ist alles richtig so. Es muss so. Wie kam ich denn eben zu dem Sprengstoff? Das weiß ich nicht. Wie gesagt, Gamepad. Keine Ahnung. Tastatur. Oh. Das war knapp. Sind die irre. Man kann übrigens alles ausschalten, ne? Weiß gar nicht, ob ich es mal gesagt habe. Man kann inventarmäßig alles ausmachen. Also Fadenkreuz, Radar, Hilfsanzeigen, kannst du alles ausschalten, ja. Ja, hättest du mir das mal vorher gesagt, hätte ich alles ausgemacht. Wäre ja, noch besser gelaufen, das Spiel. Wie viele Granaten haben wir eigentlich noch? Ganz schön viel. Stimmt, wir haben jetzt auch gerade neun. Molotow-Cocktails hast du noch. Granaten nicht mehr. Hinter dir, Vorsicht, Vorsicht, der darf da nicht hoch. Hinter dir. Ja. Oh, shit. Nimm die Munitionslager. War noch nicht genug. Ah, du stehst ja voll im Feuer drin. Ja. Der schaltet oben den... Du musst es oben verteidigen, ne? Dir läuft die Zeit davon, nach 6 Sekunden. Wo ist der eine? Boah. Ja, zu spät. Nein! Den habe ich überhaupt nicht gesehen auf der Minimap, dass der eine oben war. Die ganze Dramatik der Szene kaputt jetzt. Ja. Schneide ich raus. So läuft's. Au. Triffst du auch mal irgendjemanden? Was? Weiß ich nicht. Es läuft gerade so komisch. Mach mal was Ordentliches hier. So, jetzt zeige ich mal, wie es richtig geht, okay? Mhm. Soll ich mal? Wir sind schon in der Überzeit, ne? Ist ja klar. Das ist mir egal jetzt. Schade, dass wir nicht Live-Wetten abschließen können. Das wäre doch geil, oder? Wenn man jetzt wetten könnte, ob das schaffst oder nicht. Ja, aber was würdest du denn wetten? Ja... Als dein Freund und Kollege würde ich natürlich sagen, natürlich schaffst du das. Ich höre den Hubschrauber schon. Schau mal kurz hoch zum Himmel. Da ist er.
Au, 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 du willst nicht mehr ablenken, bist nicht scharf für die Sau. Au. Na, gleich. Und? Ja, du musst schon drücken. Ne? Ja, ich hab die Wahl, bis hier auf der Gesicht da steht. Das ist halt. Wie Silvester in Berlin. So ist Silvester in Berlin? Ja. Ist ja wissen. Also, ich kann mich dran erinnern. Ratzfatz ging das. Das andere schneide ich raus. What about Hoyt? I have a plan to kill him. He has my brother. Riley needs my help. Jason, you are warrior of the Rakyat. Let go of your past. This ties to your family, make you weak. He's my brother. Remember, we are your family now. So, wo müssen wir hin? In die Pause müssen wir. Ach so, stimmt, ich bin so im Spiel. Wahnsinn. Es hat der Flow und es läuft ja auch so gut. Es läuft halt so ohne Probleme durch. Man merkt halt auch nicht, man da ist man einfach drin im Spiel. Naja, also ich nächsten Folge geht dann jetzt zum Pokerabend, oder? Wir haben jetzt ja. Nee, das Treibstofflager kommt doch noch. Er hat doch gesagt, Kommunikationssysteme und, irgendwie Treibstofflager. Treibstofflager. Treibstoffschlager. Bla bla bla. Guck mal, das ist ja auch, vielleicht steht das ja schon hier. Nee, Sam. Na gut, aber das machen wir in der nächsten Folge. Besuchen wir Sam und machen das Treibstofflager. Bis dann, ciao. Tschüss. Martin hat mir in der Pause versprochen, diesmal, die nächste Mission, die macht er komplett fehlerfrei. Ja, dieser mache ich Augen auf. Sowas von rundlaufen. You're American? Yeah. My father was in the Navy SEALs. I was born when he was stationed in Texas and then he was relocated back to Deutschland. Oh, Uncle Sam. I get it. Yeah. One of the founding fathers, I think. You might want to look that up. Forget it. Let's put some candles on this cake. Das ist so geil. Das ist halt kein Deutscher. Und wahrscheinlich mit dem Auto auch wegfahren, denn jetzt stehst du ja direkt neben dem Explosionsradius. Also hast du ja direkt im Explosionsradius geparkt. Ups. Meinst du, das explodiert zu doll? Keine Ahnung. Kann man wahrscheinlich mal sehen. Da! Ja, explodiert zu doll. Der ist aber auch empfindlich. Ja, der komisch. Da kommt so eine kleine Explosion und schwuppdiwupp. Ja. Komisch. Ist ja merkwürdig. Ich musste doch da die Leute abschießen. Ich kann doch nicht an alles denken. Ich finde mal, mit diesem Visier, mit diesem blauen, leicht reinzoomen-Visier, sieht man überhaupt nicht, wo man denn hinschießt, sobald man feuert. Das war eins, ne? Ja. Ich glaube, die Granate hat das ja gerade direkt an die Wand geworfen. Ja. Genau so wie die. Die habe ich extra so. Ja? Ach so. Damit die halt nicht rauskommen über die Bande. Ja, ja. Ja. Hast du aber gut ausgetrickst, die Leute. Ja, die, total. Die hätten fast gedacht, die haben damit nicht gerechnet, dass die da nicht lang müssen. Kann ja auch mal auf die schießen. Hilf mir Sam mal. Mach du doch. So, jetzt verbinde ich mich mal. Versteck mich jetzt hinter Sam, der soll es mal machen. Zack. Die nervt. Okay. So geht's auch. Au, au, au. Was ist das denn immer? Es ist ja ganz schön stressig. Ich finde das nicht okay. Das Auto, jetzt explodiert das Auto. Nein, es ist alles gut. Ich glaube, wir werden uns hier von Lager zu Lager durchsterben. Oh, ich verbinde mich. Oh, das Auto hat aufgehört zu brennen. Ist ja der Hammer. So, ich fahre mal kurz. Ah, geht's hier raus? Nein. Nein. Das kann man doch sonst immer in jedem Actionfilm. Ja, der geht auch hinter einem roten Fass in einem Videospiel in Deckung. So. Ja, also die, ich weiß nicht, wie die KI hier drauf ist, die spielt ganz schön komisch. Trottel. Echt? Ah! Au! Ja, es könnte nicht besser laufen, ne? Passt alles. Alles im Griff. Keine Sorge. Aber hält diese Verarztung auch immer nur ganz kurz dran, ne? In der nächsten Szene, wenn man sich verarzt, ist wieder alles ab. Keine Granaten mehr, aber hier. Oh, brenn du Sau. Ja, da kommt so langsam kommt da so der Killer in Martin durch. Ja, das hat gedauert. Bei Jason ging es schneller, bei mir hat es bis jetzt gedauert, aber. Aber jetzt bist du auch total dabei, oder? Also, ja. Da guckst du doch wenigstens einmal an die Explosion. Hallo. Ja. Doch, oh ja, oh, war schön. Hätte er nur eine halbe Sekunde noch länger geguckt. Ach, man kann kurz auf Pause drücken. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Irre! Au! Oh, scheiße. Verwunden. Ah, der hat auch so Raketen hier für die Sau.
Die lernen es aber auch nicht, oder? Nee, stellen sich ganz schön doof an. Ah, jetzt fährt er auch noch los. Wahnsinnige. Oh, Hubschrauber. Fast. Da. Ah. Wow. Explodiert schon alles aus Verlegenheit um mich herum. Der fährt ja noch wilder als ich. Ja, war mal ein ordentliches Abenteuer. Souverän gelöst. Ich hätte es ja fast auf Anhieb geschafft. Nur einmal gestorben tatsächlich. Ja. Tja, nicht mal ich, der Sam ist ja gestorben, die Flasche. So, jetzt reisen wir mal schnell hin. Ja, zum Pokerabend. Tja, wenn ich so gut pokern kann, wie ich schießen kann, dann ist das ja schon geritzt. Kann ja gar nichts mehr schief gehen. Ja, gut ausgeruht gehen wir zum Pokerabend mit Hoyt. Noch mehr Geld? Noch mehr Geld? Gut, Geld brauchen wir jetzt eigentlich nicht so ein... Da ist eine Leiter, da kannst du hochklettern. Ich dachte, das war ein Stuhl. Passiert oft. Ja, wie oft ich an irgendwelchen Stühlen stehe und versuche, da hochzuklettern. Zu Aufgabenaktivitäten. Ja, aber eigentlich haben wir alles Wichtige gemacht. Oder? Ja. So, oder? Ja. Uiuiui. Ja, Richtung Finale. Das große Finale von Far Cry 3. Ein Pokerspiel. I have hidden a knife in my boot. Be ready to distract him when I say deal. Got it. Can I offer you anything? Would you like some food? A nut, perhaps? No. Sehr großzügig, der Hoyt. Sag mal, ja? Hat Sam beim Reingehen gesagt, hier, ich habe ein Messer im Stiefel versteckt. Guck mal kurz Sam an. Wo hat denn er noch ein Messer versteckt? Psst. Also, ernsthaft. Ja, aber im Stiefel ist das richtige Messer. So, das callen wir mal. Oh, das vorne ist nur Plastik, oder wie? So, und jetzt? Was haben wir denn für Karten? Wir haben 10 Hand und Buben. Sieht man die Hand an. So. Wir könnten 2 10 haben, aber das bringt gar nichts, oder? Ja, doch, außer jemand hat einen König noch irgendwie. Oh, 2 Paare haben wir. Ja, dann erhöhen wir mal ein bisschen. Am 100er gucken. Ja, Wahnsinn. Martin will Geld verdienen. Darum geht's doch hier doch nicht. I'm gonna call. Ah, da gehen sie mit. Oh, Herr König, wir haben 2 Paare. Ha. Oh. Sorry. House rules. Ah, look at that. We have the same cards. So let's raise the stakes a little, shall we? Foster, Jason Brody, whatever your name is, slipped my mind. How stupid do you think I am? We should keep playing. Dealers on the left, right? Guess he's sitting this one out. So, got your little reunion with Riley. Brought a tear to my eye. I'm rarely moved. I'll admit, I underestimated you. Torturing your own brother. Destroying half my organization? Leben setzen. Setz mal dein Leben. Mit den Karten? Hilft ja anscheinend nichts. Eine Straße. But let the chips fall where they may, right? I forgive you. So, name your price. Everybody has one. You're all puppets, and we pull the strings. The system was designed to work that way. Screw your system. Wird nicht unbedingt besser, oder? Nee, wir können aber hier mal unser Leben setzen. Glück gehabt.
You know what, Jason? I'm going to go easy on you, since you're a family man. One finger every time you lose. Ugh. I think I'll start with the ring finger. Never be married. You know, you could have joined me. Every kill would have been rewarded with money. Fuck you. I take no pleasure in this. Really, I don't. I don't need 10 fingers to use a knife. I've been doing this long before you were born, kid. Bring it on, old man. I'm very disappointed in you, Jason. You haven't checked up on your little brother, Riley. Where is he? Don't worry. I sold him to someone very special in Yemen. He likes them young. I'm gonna kill you. I have very powerful friends who will hunt you down. They won't find anything left of you. You can't win. I hold all the cards. Then why are you afraid? Your brother's at the airstrip. You don't want to miss that plane. I'll delay the flight. Wie ist das denn passiert? Ich meine, da waren auch eben noch zwei Wachen. Ich glaube, da ist irgendwas anderes passiert. Okay, da ist noch ein bisschen mehr passiert, wie es hier gerade aussieht. Er kommt ja immer so in so einen Killerwahn, oder? Ja. Also was wir hier sehen, das ist nicht wirklich so das, was passiert ist. Nee. Oh, die Zeit läuft. Ja, 12 zum Flughafen. Minuten. Raus da. Ah, jetzt brennt's da überall. Ah, der lebt noch. Los, einfach raus aus dem Haus. Au. Da auf den Jeep. Beziehungsweise dahinter ist das Boot. Boot, ja. Da, sehr gut. Im Steg. Und renn, 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 renn. Und weg hier. So. Da. Abmarsch. Gib Gas. Boah. Hey, it's really. Ow! I don't know where. We need your help. What? I can't hear you. As fast as you can. What the fuck? Was ist denn da los jetzt? Die werden jetzt auch nochmal entführt oder wie? Ich weiß es nicht, was da los ist. Einfach durch. Be there, Riley. Riley must be in one of these buildings. Au, au, au! Ah. Da ist der Heavy, schnell weg. Ja. Scheiße. Das läuft irgendwie nicht gut. Ja. Boah. Das ist rein. Oh, hast du gehört? Das ist der Typ, der Hoyt gekillt hat. Sagen Sie das schon. Spricht sich schnell rum. Ja. Dann sollten wir mal nicht lieber in Ruhe lassen. Deppen, au, au. Vorsicht, das ist heavy. Ah, ah, da wäre ein Takedown gewesen. Na, ist egal. Ah, ah, ah. Das wird nichts mehr. Ah. Shotgun, Shotgun. Hat er gerade die Gegner gefragt, wo Riley Brody ist? Ja, anscheinend. Er hat ja Hoffnung.
Hast du gesehen? Ja, ja. Glitching. Ah, ah, warum geht der hin? Ist der wahnsinnig? Was war das denn? Warum geht der die Leiter runter? Gute Frage. Ist der wahnsinnig, dieser Typ? So, das war's. Boah. I made it. Oh, thank God. I didn't know if you were gonna come. We have to get out of here. Auf zum Hubschrauber. Oh, wird schon Nacht. Can you fly a chopper? No! You have your pilot license! Yeah, I got that for plane! Well, now's the time to learn! What? Oh shit! Okay, der Junge soll jetzt den Hubschrauber fliegen. Sehr vertrauenswürdig. Vor allem so ein Gerät auch gleich. Ja. Aber vielleicht ist es wie bei Simpson mit der idiotensicheren Air Force. Fly, land. Oh Gott, der Hubschrauber hat sogar Leben. Ja, so müssen die Leute schnell genug abschießen. Und gibt es noch hier den Valkyrenritt dazu. Passend. Jetzt starte halt endlich. So schwer kann das doch nicht sein mit so einem Helikopter. Schon sehr cool mit der Sounduntermalung. Oh my god! Oh, we're gonna fucking die, man! This is it, we're gonna die! Just keep going! Okay, what? I don't know what to do with this, man! Use the floor! You wanna go on a drive? Ja, tschüss, ihr Wichser. Ja, hoffentlich. Ah, da kommt er gut. Sieht der mal gerade, der wackelt ja, ist ja. Jetzt geht's ja nochmal richtig rund. Da brennt sogar die Luft, hast du gesehen? Jetzt kann er auch mal rum. Warum fliegt der immer drei Kreise über die Basis, der Irre? Oh 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 oh. So. Irgendwas blinkt hier schon. Nein, das ist gut so. Das ist das Partylicht. Gegen die Bank wetten. Das wolltest du ja. 5000 Erfahrungspunkte gibt es dafür. Brauchen wir jetzt ganz dringend. Ja. Ach ja, und der Drogendoktor, stimmt. Oh, du konntest da inhalieren gerade. Inhalieren. Das stand gerade hier. Interagieren. Ach, interagieren. Achso, ist gar nicht schlecht. Ich verlesen. Ist ja ähnlich. Das geht immer noch. Bisschen inhalieren, interagieren. I couldn't halt the Jungle Warriors. I'm sorry. Zum Tempel? Jetzt sind die noch durchgedreht, oder was? Tempel. Jetzt müssen wir die auch noch abknallen, oder wie? Was wollen die jetzt noch von uns? Wir haben alles alleine gemacht. Was hast du jetzt gemacht? Du wirst gleich sehen. Jason, why must you leave? You will stop being a warrior, a hero. Your friends, they will move on. Have kids and boring lives. Stay here. The jungle will always be there for you.
You will always be king. With them gone, you never have to leave. This violence is over. I'm done. No more blood. Jason. Look at me. Stay with me. You don't need any of them. You are powerful on your own. Jason, I love you. Jason! What is wrong with you? She tried to save me. She saved all of us. And you reject her love? Ah! I love you. So many people, I've lost count. I can't come back from this. I'm a monster. I can feel the anger inside me. But I am still somewhere inside me, more than that. Better than that. Ja, wer hätte sich denn dafür das andere Ende entschieden? Das hast du jetzt ganz schön plötzlich gemacht. Wie plötzlich? Da also muss ich doch, da muss ich doch nicht. Das, da muss ich nicht dann okay, das. Ja, aber also, da muss man doch nicht länger als eine Sekunde nachdenken. Die einzige Entscheidung hier in dem Spiel, die getroffen werden wird, und wir spielen das zusammen und du triffst die einfach? Hallo? Die Entscheidung trifft man doch sofort, da muss man überhaupt nicht nachdenken. Wahnsinn. Dass die am Ende nochmal alle so durchgedreht sind. Das hätte doch viel fröhlicher ausgehen können, so. Das war jetzt ganz schön abrupt, oder? Also dass die jetzt, bisschen, dass die Citra und die anderen so durchdrehen? Nee, das jetzt nicht, aber das, was jetzt danach kam. Also ich hätte jetzt gedacht, das dass schon nochmal, dass man die nochmal kurz sieht vielleicht. Ja, da hätte also ich auch so ein gedacht, bisschen ja. So, okay, was ist denn nur mit Jason? Also sehr, bleibt jetzt auf der Insel, husch, husch. Wie es aussieht? Ja, scheint ja so. Ja, meine ich ja genau. Also, so 100, ja gut, aber da kann man sich jetzt so denken, dass er wohl auf der Insel bleibt. Aber ein bisschen, also das war jetzt ein bisschen überstürzt. Ja. Aber du warst ja auch überstürzt hier einfach. Vielleicht wäre ich auch gern bei Citra geblieben. Die hatte immerhin den Anstand. Deswegen durftest du es zum Glück nicht entscheiden. Glück gehabt. Nee, aber wir uns, das andere Ende, ein paar nette Abende. Werden wir uns auf jeden Fall auch mal angucken. Ja, wie denn? Willst du es nochmal durchspielen oder was? Wir werden noch gespeichert, kurz vor Schluss. Ja, hoffentlich geht das. Schauen wir mal. Also ich würde uns auf jeden Fall, gucken wir gleich nochmal das Ende, gleich nochmal das andere Ende hinten ranschneiden. Da musst du Zuschauer dann aber den ganzen Endkampf nochmal machen. Auf dem Flugfeld? Auch das vorher mit heute. Meinst du, so lange habt ihr nicht gespeichert? Ja. Das schauen wir uns mal an. So, und jetzt noch das andere Ende. Ich entscheide mich gegen meine Freundin, Ex-Freundin. Jason. Bereitet das Tatao. Du bist Perfektion. Die Krönung deiner Art. Und unser Kind wird Herrscher der Rakyat. Du bist ein Krieger. Stirb als Krieger. Du siegst. Ja, immerhin gab's noch mal Titten, wenn man es so böse sagen will. Aber wer dieses Ende wirklich freiwillig als erstes genommen hat, also wer das halt genommen hat, das ist so eine Quatschentscheidung, sich halt völlig, also das Spiel war bis hierhin ja super. An vielen Stellen, die Geschichte ist manchmal ein bisschen abwegig, aber diese Entscheidung wirkt ja total aufgezwungen. Ja. Aber mein Gott, immerhin mal eine alternative Entscheidung, auch wenn es Quatsch war. Hätte ich auch ohne gekonnt, war auch so ein super Spiel. Aber haben wir das auch nochmal gesehen. Weiß nicht, vielleicht hat von euch ja jemand tatsächlich beim ersten Mal. Wer möchte sich denn hier als Psychopath outen in den Kommentaren? Da wird er gleich von der Polizei abgeholt, YouTube-Polizei. Nee, aber das ist halt zu krass. Ja, das ist zu doll, natürlich. Das ist viel zu krass. Ja. Bisschen schade eigentlich darum, also um diese Entscheidung.
Weil es ist die einzige im Spiel, die man trifft. Und dann ist es so eine, die soll natürlich jetzt wahnsinnig radikal wirken. Aber das Spiel schafft es ja nicht vorher, das so aufzubauen, dass man so radikal anders ist. Der ist ja schon, der dreht halt schon ganz schön durch. Und man könnte sich halt vorstellen, dass er dann halt auf der Insel bleibt, ja, anstatt halt die Zivilisation zurückzugehen. Da hätte man eher noch sowas machen können, wie, dass man vielleicht am Ende die Wahl hat, ob man zum Beispiel eine Hoyt, ob man den tötet oder ob man den irgendwie versucht, irgendwelche Behörden zu geben, falls es sowas irgendwie da geben würde. Ich glaube, die Entscheidung wäre mir auch nicht so schwer gefallen. Ja. Naja, gut, ja, weiß ich nicht genau. Ja, vielleicht anderen nicht, aber. Aber das war natürlich, das war zu viel. Aber ansonsten. Ansonsten super. Sehr geil. Ich muss ja sagen, ich habe mich ja echt jedes Mal gefreut auf unser Let's Play, wenn wir jetzt mal weitergespielt haben, weil es irgendwie so toll war. Also man hat. Erst die Zeit ging immer total schnell rum, wenn wir irgendwie unsere 2,5 Stunden gespielt haben oder so. Ja. Immer zack, zack war die Zeit rum. So eine andere Geschichte hat jetzt noch, die nicht jetzt der Jason erlebt und dann, wo du jetzt wieder mit ins Spiel geworfen wirst, obwohl du es ja eigentlich für dich schon abgeschlossen hast, sondern ja, wie so eine Vorgeschichte oder irgendeine Parallelgeschichte, die was vielleicht noch auf der Insel passiert ist. Das wäre total cool. Also Ubisoft, wenn ihr das hört, macht mal. Wir warten. Noch was zu Far Cry 3 zu sagen? Bin sehr gespannt, was sie mit Far Cry 4 machen, weil die Sache ist gesetzt. Also Far Cry 4. Far Cry 3, natürlich. Denke ich auch. Also nach so positiv wie das haben sie nicht schon drüber gesprochen auch, dass sie irgendwie was Neues, was sie da planen? Ich glaube, sie haben noch gar nicht irgendwie gesagt, in welche Richtung sie gehen wollen. Aber also ich bin sehr gespannt, was. Weil ach nee, stimmt, das haben wir letztens im Büro nur so rumgesponnen. Das war, sie werden nicht. Das war gar nicht offiziell. Nicht nochmal so eine Truppen. Achso, das war mich. Das ist ja fast das Gleiche. Fast. Hallo. Meinst du, sie werden nicht nochmal jetzt? Sie werden wie in Far Cry 2 jetzt mal neues. Ich könnte mir vorstellen, dass sie nochmal irgendwie einen Sprung machen. Mhm. Andererseits dieses Prinzip, dieses Gameplay-Prinzip auch mit diesem hohen Chaos-Faktor, das braucht schon eine spezielle Umgebung. Also in der Stadtumgebung oder so würde das so nicht funktionieren. Nee. Also glaube ich nicht. Du kannst ja auch nicht so eine große Stadt bauen, die dann so, wo alles so glaubhaft passiert. Dann müsstest du immer irgendwie diese künstlichen Straßen sperren und dann sind nicht genug Leute. Wie in der Stadt. Das ist ja alles Quatsch. Ich wollte gerade mal gucken, ob wir es schaffen, bis zum Ende der Credits durchzulabern. Die sind halt ewig. Das wird echt knapp. Jetzt gerade das Realtree-Team. Ja, die schönen Bäume gemacht. Also das haben sie gut hingekriegt. Die Bäume haben sie schick gemacht. Insgesamt, das Spiel war echt total hübsch. Vor allen Dingen Mut zur Farbe. Das habe ich halt, genau, das habe ich gerade nochmal im Vergleich gesehen, wenn man halt so die Videos schneidet und so. Und dann hat man irgendwie auch in den Ordnern immer diese Thumbnails. Und dann sieht man so andere Spieler, die immer so eher so ins Graue gehen oder halt auch mal, auch wenn sie bunt sind, sind halt immer so eher gedämpfte Farben. Mhm. Und das Far Cry war halt immer so, die Thumbnails haben die so entgegengeleuchtet, so grün und rot und gelb und blau und total bunt immer. Super. Das ist auch so geil, wie wir immer zu zweit vor so einem Monitor sitzen und trotzdem weniger mitkriegen als jeder Spieler, der zu Hause alleine in Ruhe davor sitzt. Das ist ja so schlimm. Das können wir noch mal kurz. Es ist halt echt so, beim Let's Play, man verpasst so viel und spielt ganz anders. Das ist echt der Wahnsinn. Also, ich habe es jetzt gemerkt. Normalerweise, ich weiß, ich habe den Vergleich ja nicht. Ich habe jetzt tatsächlich nicht so Far Cry gespielt. Mhm. Nicht so, also, ich habe ja für das nochmal dahin spielen. Und da habe ich ja so gemerkt, wie glatt und viel schneller und du hast ja irgendwie Basen ja lautlos eingenommen und hast das ja ratzfatz, hast das ja gemacht und wir machen halt einen Quatsch. Und ich merke, dass ich beim Dota-Spiel mit Michi, spielst ja sonst alleine und wie schwer es wirklich ist, dann habe ich ja den direkten Vergleich. So, was habe ich jetzt geschafft und wie habe ich gespielt im Vergleich zu sonst, wenn ich halt für mich alleine spiele und nicht aufnehme und nicht rede. Ja. Das ist ein wahnsinnig großer Unterschied. Das ist komisch, oder? Also ich glaube, Ubisoft hat ein ziemlich gutes Projektmanagement. Ja. Also wenn man so mitkriegt, wie die halt die Assassin's Creed rausgedrückt haben. Also gerade beim Dreier gab es schon einige Probleme. Aber insgesamt ist es doch immer eine gute Qualität, die sie halt rausbringen. Na klar. Technisch wie künstlerisch wie inhaltlich. Ja, und auch die Teams, die dran sitzen, 600 Leute oder so. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich meine, muss man sich mal angucken, in Berlin kriegen sie halt einen scheiß Flughafen auch nicht gebaut. Da sind, wie viel sind daran beteiligt? Weiß nicht, wahrscheinlich ein paar mehr, aber so viel mehr wahrscheinlich auch nicht, oder? Aber mehr für Leute. Anscheinend. Jetzt kommen wir hier schon zu den Special Thanks. Ja, ich will die Credits noch durchkriegen. Und sind wir schon in der Rechtsabteilung. Adobe, jetzt kommt schon Adobe. Das kann ich mal da kann er nicht mehr weit, kann er nicht mehr weit sehen. Also, macht's gut. Bis dann, ciao.
when you're having fun.